Der CEO Talk wird euch präsentiert von Swiss Life, eurer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Und von der Schweizer Börse. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Herzlich willkommen beim CEO Talk. Schön, sind Sie dabei. Siemens. Das ist der grösste Industriearbeitgeber in der Schweiz. Die Firma beschäftigt allein in unserem Land rund 5'800 Mitarbeitende. Siemens, das ist aber auch ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das in über 190 Ländern weltweit tätig ist und mehr als 55 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Das Unternehmen ist 1847 in Deutschland gegründet worden. Heute ist der Konzern mit weltweit rund 300'000 Mitarbeitenden in den Bereichen Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit verankert. Eine starke Stellung hat Siemens in der Gebäudetechnik, in der Energieverteilung, in der Industrieautomatisierung, der Industriesoftware und der Antriebstechnik. Und außerdem in der Bahn- und Strassenverkehrstechnik und in der Sortier- und Lagertechnik. Die eigenständigen Firmen Siemens Energy und die Medizinaltechnikfirma Siemens Healthineers sind ebenfalls in der Schweiz präsent. Chef über Siemens in der Schweiz ist der Matthias Rebellius. Er ist auch Mitglied von der Konzernführung in München und globaler Chef von Siemens Smart Infrastructure. Und heute Abend ist ein Gast bei mir hier im CEO Talk. Herzlich willkommen, Matthias Rebellius. Siemens ist riesig. Hat sie da überhaupt noch den Überblick? Ja, ich bin sehr lange dabei und konnte auch das sehr lange mit begleiten und auch habe jetzt die Ehre im Vorstand, das auch mitzugestalten. Und ich glaube, es ist gar nicht so entscheidend, dass man von außen jedes Detail versteht. Uns ist viel wichtiger, dass wir unsere Kunden verstehen, deren Nöte, deren Probleme und die ganzheitlich adressieren. Und das machen wir jetzt, wie wir es im Einspieler gesehen haben, als ein fokussiertes Technologieunternehmen für Industrie, Infrastruktur und Mobilität. Da sprechen wir sicher noch drüber und haben die Partner oder Schwesterunternehmen, die ja auch jetzt alle drei am deutschen Leitindex gehandelt werden. Siemens ist das ein bisschen locker, oder? 293'000 Mitarbeitende hat Siemens weltweit, rund 6'000 in der Schweiz. Ja. Wie lässt sich so ein Gebilde überhaupt führen? Ja, erstmal sind wir ganz stolz, dass wir so viele tolle Mitarbeiter haben, die uns da tagtäglich auch eben diese Geschäftserfolge ermöglichen und für unsere Kunden da sind. Und es geht darum, natürlich ums Miteinander. Natürlich braucht es Strukturen, es braucht klare Zielsetzungen, aber es braucht auch, was man Neudeutschland Empowerment nennt, ja, dass man sagt, man hat Einheiten, die selbstständig agieren und diese selbstständig dann möglichst weit im Unternehmen zu verankern. Das ist das, was wir uns auch zum Ziel gesetzt haben als Konzernleitung. Die Aktien von Siemens sind an der Börse. Man sehen Sie die Kursgrafik. Ja. Jetzt, wenn man den Konzern ein bisschen anschaut, besteht aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Eben Siemens Bauzeug ist aber auch in der Medizinaltechnik, der Energieversorgung und in der Gebäudetechnik tätig. Was ist so der rote Faden, der es durchzieht? Ja, der rote Faden ist sicher der steigende Aktienkurs, den wir sehen. Genau, nebst der Kursgrafik. Das ist für die Siemens AG, ja. wo jetzt die drei Kerngeschäfte Industrie, Infrastruktur und Mobilität dazugehören. Und das Verbindende darin ist erstmal, sind die Werte, die auf unseren Gründer zurückgehen und wir wirklich immer auch als innovatives Unternehmen, als verantwortungsvolles Unternehmen und zwar nicht nur in der Zentrale, sondern in all den Ländern, die Sie erwähnt haben, stehen. Das ist das, was uns verbindet, was auch die Mitarbeiter zusammenhält und begeistert und natürlich Kundenfokus und das weiter zu treiben. Die Technologie dahinter ist auch wichtig, aber das ist eher so ein internes Thema. Es ist ja Siemens, der grösste Industriearbeitgeber hier in der Schweiz. Wie steht es um die Schweizer Industrie so nach bald 2 Jahren Corona? Ja, das ist natürlich eine vielschichtige Frage. Wenn wir das im SwissMem auch im Vorstand diskutieren mit den angegliederten Unternehmen, dann sind wir völlig einer Meinung, dass das eine sehr schwierige Zeit war. Wir sehen jetzt Licht am Horizont. Wir sehen ja im letzten halben Jahr, dass doch auch die Wirtschaftsleistung in der Schweizer Industrie wieder angezogen hat. Es war so weit, dass wir jetzt Beschaffungsprobleme haben, ja, von der weltweiten Liefersituation hervorgerufen. Aber auch, dass es nach vorne geht und dass wir auch gute Aussichten, bessere Aussichten haben nach vorne. Wir haben sicher viel gelernt aus der Pandemie und vor allen Dingen, glaube ich, auch ein Stück weit Respekt. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal nicht nur meinen eigenen Mitarbeitern, aber für alle stellvertretend, die täglich
nicht im Homeoffice arbeiten konnten, sondern in der Industrie, in den Werken, auf den Baustellen, im Service, die für die Kunden da waren. Die haben eine super Leistung gebracht und dafür gesorgt, dass wir hier in der Schweiz die Infrastruktur am Laufen haben, das Licht nicht ausgeht und eben das Leben am Laufen hält. Man redet ja oft vom Werkplatz Schweiz. Eben, das sind die Leute, die wirklich den Thermal hindern tun. Was muss die Schweiz unternehmen, damit sie trotz eigentlich der höheren Löhne, die wir haben in dem Land, eben attraktiv bleibt? Auch für die Arbeitsplätze wirklich. Ich persönlich bin jetzt 18 Jahre in der Schweiz und in der Schweizer Industrie auch sehr stark verwurzelt und verankert. Und ich glaube, wir diskutieren das ja schon sehr lange. Es ist ja nicht jetzt erst in der Pandemie, sondern es ist natürlich immer ein Thema. Und was uns auszeichnet hier, ist ja, dass wir uns immer wieder neu erfinden. Das heißt, diese Innovationskraft, diese Weiterbildung, neue Wege zu gehen, neue Geschäftsmodelle zu gehen, das hat die Schweiz ausgezeichnet und wird sie auch weiterhin auszeichnen, wenn die Randbedingungen stabil bleiben und das auch ermöglichen. Jetzt sagen Sie die Randbedingungen. Ja. Jetzt, dazu gehört beispielsweise die EU, die Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Aber da haben wir eigentlich ein grosses Problem nach dem Ende der Verhandlungen vom Rahmenabkommen. Inwiefern spürt das Siemens? Ja, erstmal haben wir natürlich alle gemeinsam ein Problem, wie Sie sagen. Es ist zum Stocken gekommen. Es ist ganz wichtig, dass der Dialog, der jetzt auch, also es wird jetzt als Dialog bezeichnet, dass er aufrechterhalten wird, weil 60% der Schweizer Industrieexporte gehen in die EU. Ja, und das heißt, es ist eine sehr starke Abhängigkeit. Unsere Energiewende bis 2050 werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, wenn wir nicht von außen auch erneuerbaren Strom zukaufen, zusätzlich zur Wasserkraft. Also, und die Bildungsdiskussion, die wir haben, oder den Zugang zu Forschungsprojekten ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also es gibt ein starkes Interesse von uns als Unternehmen, aber auch von der Industrie, dass es eben da wieder vorangeht. Wirtschaftliche Folgen sehen wir noch nicht. Das dauert noch etwas, auch beim Brexit im Übrigen. Im Übrigen war es ja ähnlich. Aber es wird Auswirkungen geben. Der wichtigste Standort von Siemens in der Schweiz ist neben Zürich auch Zug. Da befindet sich der weltweite Hauptsitz von der Geschäftseinheit Smart Infrastructure, die nebst der Schweizer Ländergesellschaft ebenfalls von Matthias Rebellius geführt wird. Weltweit beschäftigt Siemens Smart Infrastructure fast 70'000 Mitarbeitende, 1'700 davon in Zug und macht 14 Milliarden Euro Umsatz. Siemens Smart Infrastructure entwickelt Technologien, damit man Gebäude, das Stromnetz und andere Infrastrukturen dank der Digitalisierung effizienter und sicherer nutzen kann. Der Siemens Campus Zug wird momentan für 70 Millionen Franken saniert. Da werden künftig Forschung und Entwicklung, Testlabor und die IT-Abteilungen angesiedelt. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2023 wird der gesamte Siemens Campus klimaneutral betrieben. Wegen dem Klimawandel braucht es eine Dekarbonisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft. Das heisst also eine Abkehr vom Kohlenstoff. Welchen Beitrag leistet dazu Siemens? Ja, Sie haben es schon gerade gehört. Also was wir in Zug machen, das ist jetzt nicht nur eine Sanierung, sondern es ist eine Weiterentwicklung, Abschluss vom gesamten Campus-Projekt, wo wir über 200 Millionen dann investiert haben in den Standort und damit Klimaneutralität bringen. Wir haben natürlich auch schon vor der Pandemie im Übrigen, vor 7 Jahren hat Siemens schon das Commitment abgegeben, 2030 als Unternehmen klimaneutral zu sein. 54% haben wir davon schon erreicht. Das sind weitere Maßnahmen. Wir werden in der Schweiz auch jetzt zum Beispiel unsere ganze Flotte, Serviceflotte auf Elektroautos umstellen. Das sind immerhin 1200 Fahrzeuge. Dann geht es auch weltweit in diese Richtung. Und mit uns, aber noch wichtiger wird dann die ganze Lieferkette zu optimieren. Da sind wir auch dran, eben Produkte schon in der Gestaltung klimaneutraler zu produzieren und einzukaufen und die Lieferketten zu optimieren. Da steckt enormes Potenzial drin. Damit holen wir auch den Rest und gehen natürlich auch und bieten das auch unseren Kunden an, diesen Weg mitzugehen. Schauen wir das noch ein bisschen genauer an. Ich meine, der Klimawandel ist eine der grössten Herausforderungen von uns allen. Ja. Wie können wir als Schweiz weg vom Kohlenstoff, ohne dass wir am Schluss auf unseren Wohlstand verzichten? Ja, das ist eine Diskussion, die dieses Jahr sehr ausgiebig geführt wurde. Und ich glaube, wir haben erstens eine sehr gute Startposition. Ich glaube, da sind sich alle Parteien und alle Beteiligten ja einig mit 80% Wasserkraft, mit einer sehr hohen Elektrifizierung in der Bahntechnik, überhaupt ein sehr hoher Anteil von ÖV in der Nutzung. Trotzdem ist die Mobilität noch 33% des CO2-Ausstoßes in der Schweiz. Also der Straßenverkehr ist ein großer Hebel.
Und natürlich auch die Gebäude, die immer noch 40% des CO2-Ausstoßes in Summe auch weltweit herbeiführen. Also das heißt, eine Gebäudetechnik, also energieeffiziente Gebäude zu schaffen, Elektromobilität zu fördern, aber auch in Richtung Wasserstoff weiterzugehen. Gut, aber da wird sehr schnell politisch. Und Sie selber haben sich ja auch politisch fürs CO2-Gesetz stark gemacht, damals im politischen Kampf. Es ist gescheitert. Welchen Ausweg sehen Sie jetzt nach dem Nein vom Volk zum CO2-Gesetz? Ja, ich würde es nicht als gescheitert sehen. Ich glaube, die Beteiligten, alle sind sich, glaube ich, einig, dass man etwas tun muss. Nichts zu tun, habe ich damals auch schon gesagt, ist viel teurer. Ja, man muss handeln. Und da sind sich alle einig, dass das vielleicht in der Vorlage dann nicht mehrheitsfähig war. Das muss man dem Souverän überlassen und das einfach akzeptieren. Das ist für mich kein gescheitert sein, sondern es weitertreiben auf der Basis. Das ist ja auch genau das, was jetzt in der Politik passiert. Und da sind gute Ideen da. Wir müssen nächste Schritte machen. Vielleicht weniger von Subventionen oder getrieben, sondern eher von Anreizen auch von, und die Industrie ist bereit, das habe ich damals gesagt, Technologien sind da oder werden weiter entstehen. Die größten Investitionen in Forschung, Entwicklung gehen in diesen Sektor und da mache ich mir keine Sorgen. Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen und vielleicht weniger auf Strafabgaben ausgerichtet, sondern mehr auf Förderung an der richtigen Stelle. Jetzt haben Sie vorhin die E-Mobilität angesprochen, dass wir vielleicht dann auch mehr elektrische Fahrzeuge haben. Aber damit sich so Elektroauto vermehrt auch wirklich durchsetzen, braucht es Speicher und genügend Lademöglichkeiten. Es ist ja so, dass Siemens hat zwar weltweit 60'000 Ladestationen installiert, das ist aber deutlich weniger als Konkurrent in ABB. Ja, das ist wie bei einem Langstreckenrennen. Es ist nicht entscheidend, wer am Anfang die Nase vorn hat, sondern wie es dann nach vorne geht. Und es ist auch, der Markt ist so wichtig, da ist für viele Marktbegleiter Platz genug. Das ist, glaube ich, das Wichtigste ist, dass wir in der Schweiz in die Infrastruktur investieren, dass genügend Ladeinfrastruktur dann auch zur Verfügung steht. Natürlich vorzugsweise von Siemens, aber für den Verbraucher ist das jetzt nicht das Entscheidende. Ja. Aber das weiterzuführen ist wichtig. Und ich glaube auch, dass die Wasserstoffthematik, wo ja auch an der EMPA und an der ETH dran geforscht wird und auch Siemens Energy ja auch sehr, sehr aktiv ist in diesem Bereich, das ist auch, auch alternative Energiequellen sind dann. Aber wenn jetzt plötzlich alle umsteigen und alle wollen Elektroauto fahren, heisst doch das, wir brauchen deutlich mehr Strom. Führt das nicht dazu, dass wir am Schluss nämlich in eine Stromknappheit steuern? Ja, wenn man mehr Strom braucht, dann hat man zwei Möglichkeiten. Man muss mehr produzieren, drei Möglichkeiten. Mehr produzieren, mehr einkaufen oder mehr einsparen. Und ich glaube, wir müssen hier anfangen, weil es gibt noch genügend Einsparpotenziale an Energie, jetzt, wenn ich wieder auf die Gebäude sehe, aber auch in der Industrie, auch in der Mobilität. Ich habe eben gesagt, wenn wir eine so hohe Elektrifizierung der Bahnstrecken haben in der Schweiz, wie fast in keinem anderen europäischen Land, dann haben wir trotzdem noch das Potenzial, durch eine bessere Leittechnik bis zu 30% zu sparen oder auch mit neuen Zugtechniken zu sparen. Also Einsparung von Energie im Gebäude und im Verkehr ist ein Muss. Aber der Energiebedarf ist prognostiziert, dass er halt weiter steigt. Und insofern werden wir uns, und da bin ich sehr stark dafür, auch darüber zu denken, was passiert denn, wenn wir die Kernkraftwerke abschalten? Genau. Was passiert? Was passiert dann? Und wir haben ein sehr hohes Niveau an Wasserkraft, was uns hilft. Aber die restlichen 20-30% müssen woher kommen? Wir können keine Windräder aufstellen in der Schweiz mit dem niedrigen Wirkungsgrad, ist wahrscheinlich nicht die richtige Lösung. Dann haben wir doch zu wenig Strom. Wir nehmen Solarenergie hat Zukunft in der Schweiz, mehr als wir das heute sehen. Und ich sage immer spaßhalber, die Nordsee endet in Heilbronn, weil dort die Anbindung an die europäischen Windparks in der Nordsee, die mit sehr hoher Effizienz erneuerbare Energien zur Verfügung stellen, endet. Und jetzt die Frage, wie bekommt die Schweiz Anschluss an dieses System? Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema der bilateralen Verträge, des Rahmenabkommens, weil dazu gehört für mich auch das Stromabkommen. Gut, aber Solarenergie, das ist eine tolle Sache, gar keine Diskussion. Aber wenn wir da KW abstellen, ich meine, das langt ja überhaupt nicht. Ja, ich meine, es ist die Kombination aus dem, wie ich gesagt habe, Energie einsparen, neue Energiequellen hinzunehmen, also Windkraft. Ich importiere lieber Windkraft erstmal aus dem Ausland als Kernenergie, wenn ich meine eigenen Kernkraftwerke oder wenn wir unsere eigenen Kernkraftwerke abschalten. Und Solarenergie im Kleinen, das sollte man nicht unterschätzen. Und das führt natürlich auch dazu,
Was brauche ich, um erfolgreich zu sein in der Solarenergie? Ich muss Energiespeicher haben. Mhm. Ja? Wir haben uns deshalb am größten Energiespeicherlieferanten, und das ist nicht Tesla, das ist eine Firma aus den USA, Fluence, beteiligt, ja, und haben das weiter gefördert, weil Energiespeicher enorm wichtig sind. Also Energiespeichern, Solar und dann halt auch den Verbraucher anpassen. Wichtige Treiber im Kampf gegen den Klimawandel ist nebst dem Verkehr auch die Gebäudetechnik. Auch da will Siemens dazu beitragen, dass weniger Energie gebraucht wird und effizienter und vermehrt dezentral generiert werden kann. Smart Infrastructure von Siemens verbindet Energiesystem, Gebäude und Industrie. Das Unternehmen will die Art, wie wir leben und arbeiten, weiterentwickeln und verbessern, indem Gebäude technologisch aufgerüstet und ihr Energiemanagement modernisiert wird, kann Energie eingespart werden. Vermehrt werden die Gebäude energetisch autonom. Sie können zunehmend selber Energie generieren und auch speichern oder sogar als öffentliche Netzenergie abgeben. Gebäude machen rund ein Viertel der CO2-Emissionen in der Schweiz aus. Wie viel Energie könnten wir sparen, wenn wir jetzt alle Gebäude energieeffizienter machen würden? Ja, mal abgesehen vom modernen Bestand, die schon sehr gut sind, in dem vielleicht Bestand, der so 10 Jahre alt ist und mehr, sicherlich 20-30%. Und wie man das macht, haben Sie schon im Einspieler ja auch erwähnt. Und ich möchte da nur noch mal ergänzen vielleicht kurz, dass Digitalisierung ist da natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Weil ich kann das nur optimieren, wenn ich die Sensoren und Aktoren auch wirklich verbinde in einer Plattform, das Verbrauchsverhalten steuere nach Anwesenheit der Leute, nach Nutzungsgewohnheiten, Nutzungsgegebenheiten, auch im öffentlichen Raum. Und dann können wir das eben heben. Also Digitalisierung als Schlüssel zur Dekarbonisierung. Gut, das ist ganz viel Technologie, aber jetzt konkret, wie einfach ist es denn gerade auch für private Wohnungs- und Hausbesitzerinnen, wenn sie da eben einen Beitrag leisten und ihre Gebäude energieeffizienter machen können, ja, ohne dass sie gerade wahnsinnige Summen müssen investieren? Ja, und da sind wir beim Thema vom CO2-Gesetz, genau, bei der Diskussion, die wir hier hatten, es fängt bei der Heizung an, es geht nur über Wärmepumpen und die Verbindung mit Solarenergie. Ja, und einer guten Isolation des Gebäudes, das in Kombination, und das erfordert Investitionen, wo es dann die über Förderprogramme laufen müssten oder eben aus der eigenen Finanzierung kommen müssen. Was heisst das am Schluss jetzt für uns alle im Alltag? Wie werden wir in der Zukunft vielleicht auch unsere Kinder in 10, 20, 30 Jahren leben? Was wird anders sein? Ja, es wird sicherlich, die Welt ist ja enorm digital geworden jetzt über die Pandemie. Das hat das alles beschleunigt. Und das wird so weitergehen. Das heißt, alles wird vernetzt sein. Es wird weniger ich-bezogen sein. Das heißt, es gibt mehr Ride-Sharing, Time-Sharing, Job-Sharing, Workplace-Sharing und was immer. Also diese Aufteilung von Themen, dass nicht mehr alles selbst besitzen müssen, das sind sicherlich ganz starke Trends. Und dass es halt dann eben eine vernetzte digitale Welt ist, wo Gebäude mit Netzen sprechen, mit Fahrzeugen und Gewohnheiten automatisch dann optimiert werden. So, zum Schluss 7 kurze Fragen an Matthias Rebellius zum Checkout. Sie sind der wichtigste Industriemanager der Schweiz, aber die wenigsten Leute kennen Ihren Namen. Nervt Sie das? Nein, ich sehe mich auch nicht als der Wichtigste. Und der Name ist eigentlich so eindrücklich, dass, glaube ich, wer ihn dann mal gehört hat, der vergisst ihn so schnell nicht mehr. Sie haben ganz ursprünglich Lehrer werden. Jetzt sind Sie ganz grosse Industriemanager. Bereuen Sie das manchmal? Na, überhaupt nie. Ich glaube, ich hab immer wieder die Veränderung und das Neue gesucht. Und ohne den Lehrern da jetzt zu nahe treten zu wollen, da konnte ich in den vielen Industriebereichen, glaube ich, noch mehr verschiedene Dinge erleben. Sie haben seit rund 2 Jahren den Schweizer Pass. Ja. Warum haben Sie wollen Schweizer werden? Weil wir uns hier sehr wohlfühlen. Ich sage immer, ich oder wir haben die Wurzeln in der Schweiz, aber in Deutschland, aber die Heimat in der Schweiz gefunden seit 18 Jahren und fühlen uns da sehr wohl. Gut, wir haben ein bisschen recherchiert. Beim Aufnahmetest für den Schweizer Pass haben Sie, glaube ich, 97 von 100 Punkten erreicht gehabt. Welche Frage haben Sie falsch beantwortet? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass meine Frau besser war. Sie sind nach der Barbara Kucks erst der zweite Schweizer, wo sie die oberste Leitung vom Siemens-Konzern in München geschafft hat. Ja. Was hat sie da dafür ausgezeichnet? Die Erfahrung im Unternehmen, die Offenheit und ich glaube auch mein authentischer Führungsstil, der im Unternehmen bekannt ist und immer wieder das Suchen nach Neuen und Innovationen. Sie sind seit über 30 Jahren bei Siemens, sonst nie mal beim anderen Arbeitgeber gearbeitet. Ja. Macht einem das nicht ein bisschen betriebsblind?
Nein, es macht mich erstmal stolz. Und zweitens war ich, wenn man dann das Unternehmen von innen besser kennt, dann weiß man, dass in diesen Dekaden sehr viele unterschiedliche Unternehmen eigentlich da waren. Ich habe sehr viele unterschiedliche Themen gesehen in der Welt und habe daher einen ganz guten Einblick. Unter dem Dach von Siemens müssen Sie die deutsche und die Schweizer Kultur unter einen Hut bringen. Was macht da am meisten Probleme? Es sind noch viele andere Kulturen auch, aber ich habe natürlich speziell die Erfahrung gemacht, auch wie man, da habe ich viel gelernt, auch wie man die Schweizer und die deutsche Kultur zusammenbringt und habe vor allen Dingen gelernt, dass wir zusammen viel stärker sind. Danke vielmals, Matthias Rebellius. Das war Matthias Rebellius, der als CEO und Mitglied der Konzernleitung die globalen Aktivitäten von Siemens Smart Infrastructure leitet. Das nächste Mal reden wir mit der Krypto-Queen Olga Feldmeier, VR-Präsidentin von der Zuger Krypto-Handelsfirma Smart Valor, über die Chancen und Risiken von Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. Schauen Sie rein, es lohnt sich. Der CEO Talk ist euch präsentiert worden von Swiss Life, eurer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Und von der Schweizer Börse. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben.